Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Special Osterausgabe. Ja, wir haben das Osterwochenende und ich möchte euch ein kurzes Update geben, wie es bei uns im Garten derzeit aussieht, also was wir in den letzten Tagen so geschafft haben und was für Fragen wir uns gestellt haben. Das alles und natürlich noch so viel mehr seht ihr in dieser Folge. Bleibt dran! Ja, und ich kann euch auch einiges zeigen, denn wir haben in dieser Woche auch einiges geschafft. Jetzt ist gerade die Stufe hinter mir wieder eingebrochen. Ich kann euch einiges zeigen, denn es ist einiges passiert. Wir hatten eine super sonnige Woche mit teilweise mehr als 20 Grad Celsius, was einerseits ganz schön ist, aber andererseits auch dafür gesorgt hat, dass unsere Anzuchten auf dem Balkon beispielsweise zum Teil leider den Geist aufgegeben haben, denn bei über 20 Grad und voller Sonneneinstrahlung, nachdem die ja vorher die ganze Zeit eigentlich in der Wohnung verbracht haben, war das leider zu viel und dementsprechend haben wir einen Großteil unserer Anzuchten leider verloren und mussten jetzt nochmal neue ansetzen. Anzucht ist aber ein gutes Stichwort, denn wir haben ja vor ein paar Wochen so ein ganz leichtes Anzuchtgewächshaus bestellt im Internet, was wir auch schon aufgebaut hatten und was hier dann leider bei uns irgendwie so positioniert war, dass das im stürmisch windigen Berlin, vielleicht kann man das da hinten in der Ecke noch sehen, leider irgendwie immer wieder umgekippt ist, obwohl wir es schon eingekeilt hatten von allen möglichen Sachen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir nutzen diese Sichtschutzwand zum Nachbarn hin und stellen es hier auf das Erdbeerbeet. Also an der Ecke sind auch keine Erdbeeren, da waren irgendwie nur so eine Büsche, die wir ganz kurz zurückgeschnitten haben, die kommen von da drüben rüber. Und wir wollen dieses Häuschen dann entsprechend direkt da hinten dran befestigen. Und die Einlegeböden, die überhaupt gar nicht fest sind, hat Martin jetzt hier auch schon festgebunden, damit die da nicht die ganze Zeit drumherum wackeln. Ich meine, das große Blumenbeet hier vorne, schöne Blumenbeet haben wir es ja genannt in unserem Plan, da befinden sich jetzt ein paar Blümchen drin, die wir im Gartencenter letzte Woche besorgt haben, noch ohne Corona-Test und auch ohne Termin war das hier in Berlin möglich. Zusätzlich sieht man die Beeteinfassungen, die Tim ja gemacht hat, also aus diesen Holzpalisaden quasi, soll verhindern, ja, dass die Erde sich hier auf unsere Wege raufbewegt und ist so eine ganz nette Abgrenzung eigentlich noch zu sehen. Ja, dann sieht man hier die Hortensie, da haben wir Rindenmulch benutzt, um das Ganze ein bisschen unkrautfrei und auch ein bisschen schicker zu halten, denke ich, ist eine ganz sinnvolle Sache. Die WC-Tank ist uns ja vor einer Weile schon geliefert worden, war jetzt diese Woche sogar schon ein bisschen was drin, was ich dann mit dem Gartenwasserautomat, den ich bestellt hatte, auch schon mal rauspumpen konnte. Wasser oder Bewässerung ist auch irgendwie das richtige Stichwort, denn daran arbeite ich ja die Tage auch schon. War ein bisschen problematisch, aber der Schlauchaufroller ist da. Also das war auch ein ganz günstiges Angebot, was ich geschossen habe. Und Schlauchaufroller ist installiert, noch nicht angeschlossen, wird dann die Tage angeschlossen, denn es soll jetzt auch nochmal in den Nächten ganz schön kalt werden und dann müssen wir das ja nicht zwangsläufig schon mit Wasser vorlaufen lassen. Ja, was hier anfängt zu blühen, super gut, ist die Magnolie. Riesig groß, ja, und richtig toll. Also ich liebe das. Das ist wirklich, ach, und da ist eine Meise gerade ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, eine Blaumeise, wie schön. Ja, weg ist sie. Ich gehe mal dichter ran. Ist natürlich ganz schön. Die sehen jetzt aber auch ein bisschen bräunlich aus und wir hatten wohl Nachtfrost. Kann das sein, dass das nicht so gut war für die? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es ist riesig groß und viele sind auch noch geschützt. Also ich denke mal, selbst wenn die kaputt gehen beim Frost, dann sind jetzt noch so viele hier, die verschlossen sind, mit denen nichts passiert ist, dass
dass trotzdem ein Feuerwerk der Blüten wird. Ja, dann hier zu sehen unser, ich gehe mal über das Staudenstrauchobstbeet weiter lang. Wir fangen hier an mit dem Rhabarber, der wirklich ordentlich aufgeht. Vor ein paar Tagen war das noch winzig klein alles und hier wachsen schon die ersten richtig großen Blätter. Und hier haben wir zwei Stachelbeeren, die Martin die Woche besorgt hat. Stachelbeere, dann ist hier noch eine alte Stachelbeere und wir haben eine schwarze und eine weiße Johannisbeere. Daneben stehen dann so ein paar Himbeeren, genau. Neben dem oder an dem zweiten Rhabarber-Buschfeld, wie auch immer man das bezeichnet. Dann kommen wir weiter zu einer ganz besonderen Pflanze, die ich haben wollte, eine Kaki. Ich bin sehr gespannt. Wieder eine Himbeere, das kleine hier, denke ich. Und dann Kiwi. Ja, Kiwi, dummerweise habe ich nicht dran gedacht, das ist eine weibliche Kiwi. Dazu fehlt dann noch eine männliche. Die soll dann aber die Woche auch kommen. Ja, ist halt, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat, dann ist das irgendwie, man denkt, oh toll, Kiwi, nehme ich mit. Ja, nach der Kiwi geht es dann hier weiter mit diesem Beetstreifen. Und dieser Beetstreifen kann auch bepflanzt werden. Wir haben sogar hier vorne, gestern habe ich schon was ausgesät, hier vorne sogar. Mal gucken, was da so kommt. Jawohl, und das, was wir noch haben hier neu, ist dieser schöne Baum. Das ist ein Pfirsichbaum, den wir hier reingesetzt haben. Wir sind gespannt, was da draus wird. Und ansonsten hatte ich ja schon gezeigt die Tage mal das Kräuterbeet hier vorne. Hier sind Sämereien drin und hier sind Sachen, die wir schon als Pflanzen gekauft haben. Ja, und dann habe ich mal wieder eine Frage an euch, die ich mir selbst so die letzten Tage gestellt habe. Und zwar geht es um unseren Rasen oder das, was so wie ein Rasen sein soll, beziehungsweise uns reicht ja vielmehr auch eine Wiese schon aus. Wie ihr seht, ist es mehr Moos als Wiese. Was wir machen sollen, können, damit es eher eine Wiese wird. Also wie macht man das? Moos einfach rausvertikutieren? Ich bin gerade planlos. Vielleicht hat jemand eine tolle Idee dafür. Ja, man sieht, die ebenerdigen Beete sind jetzt auch völlig aufgearbeitet. Also da kann man quasi was reinpflanzen schon. Und wir haben das in 1, 2, 3, 4 Bereiche so unterteilt. Und die jeweils mit Wegen aus, die wir ausgehoben haben und dann mit Rindenmulch aufgefüllt haben, abgetrennt. Ja, die bekannten Hochbeete, hier die beiden Versionen aus dem Baumarkt, die wir gekauft haben. Das rechte ist noch nicht bepflanzt, da ist noch gar nichts drin, das kommt dann auch die Tage. Wie gesagt, wir sind dabei mit den Anzuchten, müssen da noch ein bisschen was nachlegen jetzt und hier vorne ist der Kohl abgedeckt, der steht noch ein bisschen eng beieinander. Ist abgedeckt, weil es auch noch mal ganz schön kalt war die Tage. Ja, und ansonsten ist ja hier hinten dieser wilde Bereich, den Tim gerade so kreiert hat. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Und sieht aber ganz interessant aus, ganz spannend aus. Hier Steine, das sind die alten Steine von der Kompoststelle, die als solches ja auch nicht mehr genutzt werden kann, weil sie komplett zubetoniert ist. Hat er hier schon Steine genommen und gemacht. Hier dieser große Berg, der auch irgendwie optimalerweise überpflanzt, überrankt wird und dann ein bisschen schöner wird in der Zukunft. Ja, und nochmal, weil nachgefragt worden war, wir hatten hier Rindenmulch um das Palettenhochbeet gemacht, einfach damit es schöner zu begehen ist und nicht so zuwächst. Rasen war hier sowieso nicht mehr vorhanden, eigentlich nur noch Moos, wenn überhaupt. Rindenmulch und wir haben hier auch selbst gehäckseltes. Das ist einmal von uns Überreste gewesen und auch vom Nachbarn, der von seinem Obstbaumschnitt uns seine Reste gegeben hat. Also ich habe gefragt, ob ich das häckseln darf.
Und das habe ich getan. Ist leider wirklich viel gewesen, aber dann, wenn es gehäckselt ist, nicht mehr so viel. Also mussten wir einiges an Rindenmulch auch dazu kaufen noch. Ja, das steht hier um die Ecke schon. Hanfeinstreu. Und dieses Hanfeinstreu, was zum eigentlich für Tiere gedacht ist, für Kleintiere beispielsweise, das soll dann als Mulchmaterial für das Hochbeet genutzt werden, hatte ich da eine Empfehlung im Internet gelesen und bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also soll halt vor der Austrocknung schützen. Und das habe ich bei den paar warmen Tagen jetzt schon gemerkt, dass der Boden hier sehr, sehr schnell trocken wird. Ja, und soll entsprechend einfach helfen, Wasser zu sparen und den Boden so zu schonen. Ja, leider in den Kästen hier die Blumen, die Martin da schon reingepflanzt hatte, die sind leider scheinbar schon erfroren, so wie es aussieht. Das war ein bisschen zu früh, aber nun ja, zum Glück haben wir hier auch schon ein paar Sachen, die hier rauskommen im Frühbeet aufkasten. Also vor allem die Radieschen, aber auch Mangold meldet sich schon an. Ja, das wird spannend, ist auch gut geschützt hier unter dieser Frühbeethaube, die wir mit Magneten so windisch absichern. Ganz praktisch, hatte Tim die Idee und auch mitgebracht. Und das hier haben wir dann abgedeckt, weil es, wie gesagt, hier ist auch schon was ausgesät, einiges. Und hier ist der Frost, wie gesagt, noch ein bisschen die Tage angesagt. Oder es könnte sehr kalt werden, deshalb schützen wir das. Und ja, Hanfeinstreu auch fürs Hochbeet dann schon gedacht. Außerdem hat ja Lotte ihre kleine Hundehütte hier bekommen. Ja, da geht sie auch ganz gerne rein, wenn es zu lang wird der Tag und zu kalt. Schnipp, schnapp. Martin beschneidet jetzt den Apfelbaum oder was machst du jetzt? Ja, das wird sicherlich auch sehr spannend. Einmal, wie er mit dieser Leiter klarkommt und zum anderen, wie dann der Apfelbaum geschnitten wird. Hilfe. Wieder am Ende dieses Videos angelangt, freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Sagt mir doch, was ich zum Beispiel mit dem Rasen tun kann. Gebt mir super gerne Tipps zum Mulchen, also Gemüsebeete, Mulchen. Wie macht man das kostengünstigst? Als Beispiel. Genau, und was können wir, wie gesagt, mit dem Rasen machen? Ansonsten, was liegt bei euch an? Was macht ihr derzeit im Garten? Habt ihr viel zu tun oder könnt ihr euch schon zurücklehnen? Habt ihr schon eure Aussaaten erledigt? Was läuft bei euch? Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr kein neues Video verpassen wollt, dann abonniert auch meinen Kanal.